Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at Ein aus I, wie vor kurzem bekannt wurde, sollen sich Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto getrennt haben. Laut eines Insiders habe der Bartträger ihr Vertrauen missbraucht. Doch was sagt Sarahs früher Ehemann Pietro Lombardi dazu? Würde er Roberto so etwas zutrauen? Schließlich haben sich die Männer bereits kennengelernt. Keine angespannte Stimmung, zu mir war er respektvoll, denn es blieb ihm ja nichts anderes übrig, verriet Pietro jetzt gegenüber Bunte. Der 26-Jährige gab aber auch zu verstehen, dass die beiden nicht die ganze Zeit geredet hätten. Dennoch habe es keine angespannte Stimmung gegeben, ganz im Gegenteil, so Pietro. Offiziell geschieden 2,5 Jahre nach der Trennung hat sich das einstige DSDS-Traumpaar Ende Februar offiziell scheiden lassen. Wir wollten es schon länger machen, aber wir haben kein Zeitfenster gefunden und wir hatten auch keine Eile, teilte Pietro in einem Instagram-Video mit heute.at berichtete. So eine Frau braucht Pietro, während Sarah nach der Trennung von Pietro und Freund Roberto eine neue Liebe gefunden hatte, ist ihr Ex-Mann noch immer auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite. In einem Interview erklärte die 26-Jährige unlängst, was die Neue am besten mitbringen sollte. Größer als größer als größer als bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, WIL. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.